So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindfort. Heute was richtig Cooles, und zwar mein Sohn Tom ist 16 geworden. Viele haben gratuliert, vielen lieben Dank. Und er hat ein neues Auto, was wir vor 3 Wochen, alte Auto von der Davina bekommen. Hört sich ja komisch an, ist aber 1 Jahr alt erst. Denn Ligier darf man mit einem Rollerführerschein fahren. Ja, also mit dem 50er Führerschein darf man so ein Ligier fahren, den zeigen wir euch gleich. Ja, den haben wir gerade vom Ligier selber von der Inspektion zurückbekommen. Die haben nochmal das ganze Auto aufbereitet und so weiter für uns. Damals hätte ich mir selber gewünscht, so ein Auto zu haben, weil ein Roller ist auch cool, gar keine Frage. Aber heute zum Beispiel regnet es wirklich wie Sau bei uns in Camp Blindfort. Und wir haben in Deutschland, ja, wirklich, ich würde mal sogar behaupten, 70% des Jahres haben wir eigentlich nie so gutes Wetter, ja, für ein Motorrad oder Roller. Deswegen so ein Auto, richtig coole Anlage und so weiter, hätte ich mir damals auch gewünscht mit 16. Und ich finde auch gut, dass er, quasi der Tom oder auch der Wiener, erstmal so kleine Autos fahren, ja, die nicht schnell sind, bevor die wirklich sowas mit 18 etwas stärker motorisiertes Auto bekommen. Ne? Und deswegen haben wir den Ligier und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig für den Tom, der kann nachts nicht schlafen, so begeistert ist er. Ne? Komm ich mal rein. So, das ist der Ligier. Ich finde das Auto ist größer als ein Smart. Hat echte Türen, große Türen. Das ist der Tom. Hi. Etwas lauter, das ist auch hallo. Ganz cool. Also der Tom, der bekommt jetzt auch einen YouTube-Channel, wo er quasi von seinem ersten Auto an, die ganzen Autos, was er hoffentlich mit viel Fleiß irgendwann in seinem Leben bekommt, wird er so ein bisschen filmen. Wer seinen Account sehen möchte, einfach Tom Belzec eingeben und ja, dann geht's weiter. Auf jeden Fall, das ist die Sport Ultimate, ja, Edition. Dunkle Scheinwerfer. Wie heißt das Modell genau? Ultimate. Ligier. Ligier JS. JS 50. Sport Entschuldigung. Mhm. Ist nicht meine Liga. Mhm. Wir schauen jetzt mal so ganz dezent. Steht bestimmt auch hinten drauf. Ja. Also ich finde das richtig cool, guck mal auf den Seitenspannern, der so ein bisschen rot abgesetzt, mit schwarz und so weiter. Sieht so ein bisschen aus wie so ein AMG-Spanner, ne? Oh, genau, steht ja. Ehrlich, riesen Kofferraum. Dezente Endrohre. Komm mal auf, bitte. Guck mal, der Kofferraum. Also hier kannst du locker ein paar Kasten Cola, ich hätte fast Disky gesagt, aber paar Kasten Cola reinmachen. Komm ein bisschen näher, zeig dir was. Guck mal, was so krasse Boxen da hat. Also die Anlage ist echt, echt gut, ja. Mal hier. Alles leicht, das ist alles aus Kunststoff. Alles aus ABS-Kunststoff. Alles aus dem Motorsport, Leichtbau. Leichtbau. Und das Gute ist, ich zeig euch gleich was. Ja, schau mal. Falls der Tom irgendwo aussteigt, ne, und eine Beule bekommt, guck mal. Hier. Da passiert gar nichts. Ja? Also wenn da irgendwer dagegen fährt, passiert nichts. Es wird auch keinen Kratzer geben, weil das Kunststoff, woraus das Auto besteht, ja, hier, ist durchgefärbt. Also das heißt, wenn hier ein Kratzer kommt, ist immer noch grau. Also grau. Ja? Sag mal ein bisschen mehr. Du bist damit gefahren, ich noch nicht. Ja, klar. Guck mal, sitzt da. Bentley-Leder. Guck mal. Sowas hat man früher bei Bentley gehabt. Heute bei Ligier. Was versteckt sich unter den... Achtung, hier, das ist kein Elektro. Das ist ein Diesel. Ne? Ah, Motorhaube auf. Guck mal, richtig coole Felgen. Also die haben sich echt dabei was gedacht. Ne? Ist nicht nur einfach ein kleines Auto, was man durch die Gegend fahren kann, sondern einfach auch ein cooles Auto. Schau mal hier, so eine tolle Abdeckung. Ist das so? Ja.
Tada! Ein Lamborghini, Lamborghini. Was steht da? Tom, was steht da? Lombardini. Der Tom hat ein Lamborghini. Also in Polen wird es verstehen als Lamborghini. Der Motor wird auch bei Traktoren benutzt übrigens. Ist das so? Nein. In der Landwirtschaft, ja. Du bist ein Bauer jetzt? Das ist ein Bauer. Bauer sucht Frau. Bald Tom in, hier bei RTL 2. Oder wo läuft das? Oh schön, guck mal, für alles gibt es eine Abdeckung. Ganz schön ordentlich. Nicht nur einfach, ne? Sogar die Haube, guck mal hier, die ist aus Plastik, guck mal. Kann man sehen? Alles Hardcore-Leichtbau. Der wiegt unter 500 Kilo. Deswegen darf der Tommy mit dem Rollerführerschein damit fahren. Da hat er französische Kennzeichen von der Davina. Ne? Aber dann melden wir jetzt um auf Deutsch. Komm her, komm. Ja, hier drin haben wir überall hier so schöne Beleuchtung, auch am Tacho und so weiter. Das neue Navi ist jetzt schon angekommen. Danke nochmal übrigens, haben wir gestellt bekommen. Wir haben auch eine schöne Anlage für hinten gekauft mit Endstufe und so weiter. Also, das wird richtig schön. Hier sind auch nochmal die Anlagen, die auch hinten waren. Die sind auch richtig gut. Die funktionieren. Also, damit kann man echt gut Musik hören in so einem kleinen Auto. Also Lautsprecher auf jeden Fall genug für die Größe vom Fahrzeug. Definitiv. Also das ist eine Automatik. Der hat auch eine Rückfahrkamera, die ist ziemlich gut, kann man gleich sehen. Ja. Der hat hier auch übrigens so überall Carbonoptik und so weiter, das gefällt mir sehr gut. Ja. Und die Sitze, die sind natürlich super. Der hat auch eine Klimaanlage, das finde ich ziemlich wichtig im Sommer, weil nur die Fenster runter machen reicht manchmal nicht. Bei so einem kleinen Auto ist das schnell gelüftet, aber... Also Ausstattung auf jeden Fall, alles was man braucht. Ja, haben wir eine volle Bude hier, ne? So soll es sein. So, das war's, die Ausgabe blind worden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.